Haus noch Kohle. Oh, das lohnt sich. Oh, immer diese Paranoia. Irgendwie so ein Geräusch gehört. Okay. Boah, richtig viel. So, okay. Ah, diesen Dripstone hier. Ach, das sind die Dripstones, die mal diese Geräusche machen. Ah, das ist mal gemein hier. Ein bisschen Eisen haben wir hier noch. Ich weiß gar nicht, habe ich das Bett jetzt eigentlich mitgenommen? Nö. Oh je, wo habe ich denn das Bett jetzt? Oh nein, geht das schon wieder los? Ich muss das Bett finden. Wo hab ich's? Na, da muss ich mal eben hier was improvisieren. Gute Nacht. Also jetzt mache ich hier erstmal eine Fackel hin. Die ist ja auch noch nicht ausgeleuchtet. Eisen. Gut. Es ist ja auch komplett ausgehöhlt hier, der Berg. Ah, okay, das war's. Ja, nehmen wir mal das Eisen mit. So. So, wo ist jetzt das andere Bett? Von hier kamen wir. Ein paar Fackeln. Da geht's ja auch noch richtig tief nach unten.
naja, das ist jetzt ein bisschen zu... So, ich wollte den Spawnpoint finden. So, die Kompassnadel sagt, das ist hier. Na. No. So, das heißt, wir gehen jetzt mal nach oben steppen. Fängt es an zu schneien. Okay. Ist denn jetzt diese Höhe? Oh, das ist ja irgendwie, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? So, und da sind wir doch dann hier. Sind wir doch dann hier lang. Wo war denn das jetzt? Okay. Alles klar. Also ich mache jetzt mal eben hier ein bisschen mal. So, ich werde mir jetzt hier aus dieser Höhle hier einfach mal rausgraben. In Richtung Spawnpoint einfach mal so eine Brücke schlagen oder so eine Art Verbindungselement. Mal sehen, das wird irgendwie da. Da wollen wir ja hin. So, haben wir hier unsere Basis. Okay, da kommen wir hier so. Würde ich sagen, dass wir hier ein bisschen auffüllen.